Ach, da unten. Oh Gott. Ist ja okay. Aber wie gesagt, ich konnte einfach nicht. Ich muss Timmy retten. Es tut mir leid. Ich fühle da immer so mit, dass es so, ja. Okay, pass auf. Wir werden mal trotzdem mal versuchen, die Mission auch zu machen hier mit dem Elch. Dazu werden wir mal eine Schnellreise quasi so nach. Wo machen wir die Schnellreise denn mal hin? Da können wir nämlich auf dem Weg dorthin ein paar Nebenmissionen abklappern. Pass auf, ich gehe mal hier hin. Hier. Dann machen wir nämlich hier das Leuchtfeuer. Und werden dann hier so rüber wandern zu dem Außenposten. Und können dann vielleicht die Mission machen oder die, wie gesagt, mit dem Elch, wenn dann bis dahin mittlerweile Nacht geworden ist. Ich weiß es nicht. Wir können natürlich auch schlafen, ich weiß es. Aber ich mache jetzt erstmal eine Schnellreise hier hin. Ich glaube, damit sind alle, ich glaube, alle zufrieden. Alle zufrieden, natürlich. So. Aber auch die Streamqualität momentan schwankt, ist faszinierend. Ach, wir müssen eigentlich auch. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau, denn, wie ihr sicherlich wisst, haben wir gar keine. Alter, wir müssen so. Um Gottes Willen. Wir müssen sowas von Ressourcen sammeln. Wir müssen sowas von Ressourcen sammeln. Obwohl, wir haben ja im Belohnungslager haben wir ja eigentlich jede Menge drin. Das heißt eigentlich, ist ein bisschen schade, finde ich, dass man durch das Belohnungslager so schnell Ressourcen kriegt, weil die anderen ja für einen sammeln, quasi die Einwohner. Und dann wird quasi dieses Suchen oder beziehungsweise dieses Rumlaufen nach Ressourcen wird quasi dann so ein bisschen überflüssig, weil man braucht eigentlich nur noch am Lager gehen und dann, ja, ist es quasi eigentlich schon getan, oder? Ja, jetzt können wir nämlich schon wieder hier Pfeile herstellen und so. Keulen. Ja, das macht eigentlich quasi. Macht das quasi so ein bisschen überflüssig. Finde ich ein bisschen schade. Hätte man anders lösen können. Entschuldigung. Hätte man so lösen können, dass man sagt einfach, ja, dieses Belohnungslager kriegst du alle 5 Tage nur. Ein bisschen belohnt, aber nur ein bisschen. So, dass du trotzdem noch rumlaufen musst und halt sammeln musst. So richtig so Survival-Feeling. Das hätte dem Spiel gar nicht mal so schlecht getan, sag ich mal. So, wo wollten wir denn jetzt hin? Ich quassel schon wieder so viel. Ich wollte da zum Wegpunkt, genau. Hatte ich ja. Warte mal, ich schau nochmal eben auf die Karte. Wegpunkt war. Nein, hier ist der Weg. Da soll der Wegpunkt hin. So. Wer steht denn da hinten? Okay, da steht auch jemand. Nein, wir müssen in die Richtung müssen wir gehen. Und ich sehe gerade, wir können was herstellen. Das ist faszinierend, was man hier alles. Oh, ein Köcher. Ich kann mehr Pfeile tragen. Wie geil. Können wir noch was herstellen? Nein, ein Langbogen. Nein. Wie geil ist das denn bitte? Ist das denn jetzt Waffe wechseln? Du hast gerade eine neue Waffe freigeschaltet. Du kannst mehrere Waffen derselben Typen in dem Handwerksmenü freischalten. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen und zwischen Waffen derselben Types zu wechseln. Wähle eine Waffe und drücke digitales Steuerkreuz nach links oder digitales Steuerkreuz nach rechts, um zwischen Waffen derselben Typens zu scrollen. Aha, ist ja interessant. Das heißt also, ich kann jetzt hier den Langbogen wechseln. Ach, wie krass. Ach, ist ja cool. Kann man den auch entzünden? Ach, geil. Alter, direkt 24 Pfeile. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Ich werd nochmal eben schnell ins, Nein, wollte ich gar nicht. Huch, hallo. Ich wollte die Keule nehmen. Den Dings. Im Belohnungslager nochmal eben. Da können wir nämlich nochmal einen Speer bauen. Voll. Da können wir noch ein bisschen hier. Ja, das ist ein bisschen, wie gesagt, also das hätten sie ein bisschen anders lösen können, meiner Meinung nach. Aber ansonsten finde ich es trotzdem schon sehr, 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 ein sehr, sehr geiles Spiel. Also es macht eine Menge Spaß. Es ist mit der Tierwelt sehr, sehr geil. Es ist richtig cool und ich muss es immer wieder sagen. Ja, ich bin ein Typ, der gerne rumkrabbelt irgendwo. Das klingt ein bisschen falsch, ich weiß. Weil bei dem Spiel ist es einfach so, wenn ich was sehe, dann muss ich hin. Ah, guck mal hier. Ah, Grünblatt. Ah, hab ich. Meins. Meins. So, dann schwimmen wir mal.
Und wir müssen ja auch noch andere Tiere zähmen. Das kriegen wir ja auch noch beigebracht. Und oh mein Gott, das wird ein Let's Play. Das wird, glaube ich, eines der längsten Let's Plays bei mir. Definitiv. Also, ja, ich weiß gar nicht, welche Folge wir mittlerweile sind. Ja, das dürfte schon irgendwie 24 sein, 25, weiß ich nicht, weil ich nehme das ja alles am Stück auf und werde das dann später schneiden. So. Ist, glaube ich, besser, als wie immer so eine Pause zu machen bei Twitch. So, deswegen, was? Was? Wer? Wo? Ah, guck mal hier. Schilf. Das meine ich nämlich mit Ablenken, was ich mal gesagt hatte. Dieses, du läufst rum und denkst so, Schilf. Stammeskonflikt töten. Die Lizia haben den Fischgrund besetzt und die oberen Venya hungern. Töte ihre Anführer und durchsuche seine Leiche. Bonus XP für heimliches Vorgehen. Ein Fähigkeitspunkt. Waffenrohstoffe wurden in ein Belohnungslager geschickt. Hm. Sollen wir die Nebenmission? Ich mach das mal. Stammeskonflikt töten. Okay. Erreiche den Ort. Welchen Ort? Ach, da. Okay. Weil ich weiß noch, ich kann mich entsinnen, in irgendeiner Folge hatte ich auch mal so eine Nebenmission angenommen. Und da wurde mir gar kein Wegpunkt angezeigt. Ich weiß nicht warum. Ob das ein Bug war oder so, weil jetzt sehe ich den. Ich würde es feiern, wenn die noch... Ja, ich sag's mal lieber nicht. Ich wollte eigentlich noch einen Schwierigkeitsgrad noch irgendwie gerne haben. Und noch einen schwierigeren. Nein, ich will ihn nicht streicheln. Timmy. Ja, ist gut. Ja. Timmy. Anführer ausschalten. So, wir müssen nämlich... Ich werde Timmy mal wegschicken. Oder werde ich jetzt... Ich bin mal überlegen, ob ich jetzt... Er kann zwar gut schleichen, ist aber... Greif Arctos-Ziel an, ohne Gegner in die Nähe zu alarmieren. Das ist natürlich sehr geil, aber der hat wenig Stärke. Ich werde ihn jetzt erstmal wegschicken. Verschwinde, Timmy. Ich werde nämlich jetzt erstmal schauen, dass ich erstmal das Lager jetzt... Nein! Das Lager auskundschafte mit der Eule. Huch, wo bin ich denn jetzt hier? So, da steht jemand drum. Da steht jemand drum. Da. Da, da. Alter, wie viele sind denn das? Und guck mal hier, schon wieder Stargate. La la la. Okay, das waren sie, glaube ich. Das sind 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, 6, 7 Leute sind das. Ich glaube, dass, ich glaube, dass das reicht. Und der in der Mitte hat das, was wir brauchen. Natürlich der in der Mitte. Das ist natürlich sowas von klar. Und am besten natürlich wäre es, wenn wir die unalarmiert ausschalten können, alle Mann. Hallo? Na, gehst du da hoch? Hä, wenn der im Fluss fällt, fällt das gar nicht auf eigentlich. Ja, wir müssen mal schauen. Okay, wenn der hier weg ist, fällt es nicht auf, ne, oder? Fällt das jemand auf? Nein. Okay, der patrouilliert sogar. Guck ihn dir an. Survival! Entschuldigung. Ich glaube, die fällt jetzt auch nicht auf, wenn die weg ist. Die ist nämlich jetzt plups im Wasser gefallen. Also ist die weg. Okay. Er patrouilliert da hinten jetzt auch komischerweise. Weißt du, die ganze Zeit steht da nur so doof da rum. Ja. Und jetzt laufe ich mal ein bisschen. Okay. Der macht mir ein bisschen Sorgen, weil der ist ein bisschen mehr gepanzert. Der hat dieses Horn auch, um Hilfe zu rufen. Der da drüben auch. Die beiden dürfen eigentlich kein Problem sein. Also er hier und er. Ach, ich habe ja den Langbogen, deswegen funktioniert das so gut. Wie geil der Langbogen auch ist. Den treffe ich bestimmt nicht von hier. Den auch nicht. Das heißt, ich muss ein bisschen... Was ist das für ein Geräusch gewesen? Was ist denn das für ein komisches Geräusch gerade gewesen? Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt, aber ich habe irgendwie so sehr, sehr... Ich habe so sehr, sehr merkwürdige
merkwürdige Geräusche gerade auf dem Ohr. So. Oh Mist. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. 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 Ich hoffe, die wären jetzt nicht. Ich hoffe. Scheiße. Mist. Verdammt. Wie konnte der den denn sehen? Okay, sie sind auf jeden Fall alarmiert. Oh, guck mal. Hier ist Cosma am Liegen. Cosma Schiefer. Krabbel ich mal ab. Cosma Schiefer. So. Tasche voll. Du kannst nichts mehr nehmen. Toll. Ah, hier unten ist einer. Na du? Na du? Bleib halt still. Den treffe ich nie im Leben. Ich lasse es mal lieber. Den treffe ich nie im Leben. Da müsste ich ein bisschen näher rangehen. Okay, die drei sind natürlich jetzt ein bisschen aufgewühlt. Wo ist denn der eine eigentlich, in den wir brauchen? Den habe ich komplett außer Augen verloren. Ich weiß nicht... Ach, da oben steht der. Ah, wie geil, dass er alleine ist gerade. Ich hoffe, der bleibt da stehen. Oh, oh. Sollte nicht rennen. Vielleicht jetzt ein bisschen. Weil den brauchen wir ja eigentlich. Weil der hat ja quasi die Sachen, die wir benötigen. Das ist der Anführer. Nein, fuck. Ja, Mann, Kopfschuss. So. Jawoll. Wir kriegen ein bisschen XP und haben wieder neue Sachen im Rohstoff. Ja, Erfolg und Schleichbonus abgeschlossen. Cool. Feier ich ein bisschen. So, und hier grabbel ich mal wieder ein bisschen Alderholz ab, wenn wir schon einmal hier sind. Ich frage mich gerade, was das für komische Geräusche sind. Guck mal, hier Höhlenmalerei. Ist ja interessant. Das kommt sogar von hier, das Geräusch. Aha. Hört ihr das? Kann man hier irgendwie rein? Das ist ja merkwürdig. Ist hier irgendwas Besonderes? Guck mal, alter Holz. Entschuldigung. Aber was ist denn das für ein komisches Geräusch? Das ist doch... Das sieht auch, wie gesagt, so aus, als könnte man da reinlaufen irgendwie. So, warte mal. Kann ich denn hier irgendwas machen? Weil auf jeden Fall hier ist so ein Handabdruck, aber... Das ist irgendwas. Irgendwas kann man hier bestimmt machen. Vielleicht auch später im Spiel. Weiß ich. Ich schau mal eben auf die Karte, ob hier irgendwas ist, aber. Ne, anscheinend nicht. Okay. Ach, Jägerversteck. Untersucht die Höhlenmalerei, um seltene Rohstoffe in der Nähe zu finden. Ja, aber wie. Hä? Aber wie kann ich das denn untersuchen? Ach, guck mal, hier sind Fußspuren. Aber die führen hier hin. Das verstehe ich gerade irgendwie nicht. Moment, warte mal. Ich mache mir mal eben so einen Wegpunkt hin. Vielleicht hilft mir das ja. Ah, hier. Schön, toll. Mhm. Ja, super. Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher auch. Wie untersuche ich denn bitte die Höhlenmalerei? Na egal. Wer nicht will, der hat schon. Ich suche jetzt nicht hier stundenlang ab, um irgendwie einen Knopf zu finden oder so. So, dann gehen wir mal zum Wegpunkt, wo wir hin wollten, zum Leuchtfeuer. Ach, guck mal. Warte, halt, stopp. Rotblatt nehmen wir mit. Toll, Gegenstand voll. So. Weiter geht's. Lalala, Schiefer, 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 Schiefer. Da oben müssen wir hin. Cosma, Schiefer, Schiefer. Cosma Schiefer, Schiefer.
Was hier? Können wir es auch mitnehmen? Ah, nee. Kam mir gerade so ein bisschen vor wie bei, wie bei The Forest oder so, wo man Stickies sammeln muss. So. Ja. Achso, wir können ja eigentlich im Prinzip, ne? Warte mal. Im Prinzip können wir ja unseren Timmy wieder rufen. Komm, Timmy! Komm! Timmy! Timmy! Ja, du bist ja ein ganz feiner. Du bist ja ein ganz feiner. Ja, du bist ja ein ganz feiner. Ja. Schöne blaue Augen, die hat. So. Also, weiter geht's. Im Dschungel. Oder beziehungsweise im Urwald. Timmy, wo... Naja. So. Was wollte ich gesagt haben? Ich wollte sagen, wir gehen jetzt oben zum Leuchtfeuer und wir schauen mal, was uns da erwartet. Ich bin gespannt, ob da wieder ein paar Gegner auf uns warten. Weil ich würde doch schon gerne, töte alle Gegner und zünde das Leuchtfeuer, das kriegen wir hin. Ich würde doch schon gerne die Karte so ein bisschen weiter aufdecken mit dem Leuchtfeuer immer. Ach, guck mal, einer an, da steht schon jemand. Wie praktisch. Kriegen wir den von hier aus irgendwie? Ich gehe mal hier hoch, warte mal. Ah, da oben ist noch eine bessere Position, glaube ich. Da können wir die alle von oben dann ausschalten, wenn das geht. Je nachdem, wie viele das sind. Ach, einer. Oder? Oder sind da welche in der Hütte wieder am Vögeln? Ach, da ist noch jemand. Guck mal an. Ja, setz dich hin. Sehr schön. Setz dich hin, ja. Psst, ist gleich vorbei. 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 Ach, da steht noch jemand. Das ist ein alt... Ach du Scheiße, das ist ein Dings. Das ist ein fett gepanzerter. Den... Alter, wieso brennt der nicht? Wieso... Wo läuft der? Wo läuft der? Greif ihn an! Ja, genau, greif ihn an, Timmy! Ich drücke mal die falsche Taste. Eigentlich wollte ich, Timmy eigentlich dahin schicken. Aber er hat ja schon angegriffen. Bin dann aus Versehen auf den Bienenstock gekommen. Ja, hast du fein gemacht. Dann können wir den Bienenstock ja nochmal... Wie praktisch der aber auch ist. Der Bienenstock. Sollten wir uns also im Kopf behalten. Immer wieder... Bienchen, Bienchen, summ, summ, summ. Bienchen, Bienchen, summ, summ, summ. So, Tierhaut haben wir da auch bekommen. Sehr schön. Freue ich mich ein bisschen. Nachtwachen, Leuchtfeuer. So. Da haben wir noch ein paar Pfeile. Wir haben aber genug. Aha, hier ist der Schlafplatz. Nicht ins Lagerfeuer laufen, Flex. Das kannst du ja ganz besonders gut. So, da haben wir noch ein bisschen Fleisch. Tasche ist voll. Und wir werden mal das Leuchtfeuer entziehen. Yeah. Survival! Leuchtfeuer erobert. 600 EP, 6 von 16. Wir brauchen noch 10 Leuchtfeuer, dann haben wir alle durch. Ich werde verrückt, ich werde bekloppt. Echt überlegen, ob wir als nächstes erstmal nur ein bisschen Mission machen auch so. Damit wir das so uns quasi für den Schluss aufheben. Leuchtfeuer. Da möchte ich mal so... Nee, ist ja ein Mann. Oh. Warte mal. Alter, voll im Sack hauen. Ii, Alter, du hast deine Tage. Boah, Alter. Alter. Oh, ii, oh, Alter. Oh. Geh dich mal waschen, ey. Oh. Oh, da kriegst du ja, Alter, da kriegst du ja alles. Da kriegst du, Hepatitis, XY kriegst du da. Alter Finne.
Da brauchen die Frau nur angucken und die wird schon schwanger. Puh. So. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes. Schauen wir mal. Wir wollten, genau. Es sollte ja unbekannter Ort. Oh, der sieht interessant aus. Wir wollten... Was ist das denn? Ach, Säbelzahntiger. Wir wollten die Mission mit dem Dings mal, mit dem Elch machen. Ne? Wir können so langsam uns, glaube ich, dahin bewegen. Denn... Ja, auf dem Weg können wir vielleicht noch ein bisschen was machen. Schauen wir mal. Denn es wird so langsam Nacht und ja, wo ist der Wegpunkt, den ich dann nicht sehe? Da drüben. Okay. Was? Das ist so schlimm bei Far Cry Primal, diese nebensächlichen Sachen, die hier passieren. Und wir müssen immer noch zum Wegpunkt. Und wir müssen ja nachts hin den Elch jagen bei der Mission. Das heißt, wir werden mal versuchen... Wir werden mal... Oh, ein Dachs! Aua, 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 aua. Alter! Wir sterben, du kleiner Penner! Wir brauchen nämlich Dachsfell. Das habe ich nämlich noch so ungefähr im Kopf.